Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nur ein Versuch. Heute mit dem Christian, dem Jonathan, dem Bram und mir, dem Peter. Und wir spielen Peglin. Ein Spiel. Bram ist darauf gestoßen als unser großer Peggle-World-Champion. Speedrunner. Speedrunner, genau. Der ist der 25-beste Speedrunner in Peggle, ne? Ja, deswegen. Ja. Und Peglin ist wohl das Peggle-Spielprinzip irgendwie in einer Art Roguelite oder Like. Das werden wir herausfinden, weil keiner von uns hat es bisher gespielt. Schon mal gut. Und wir versuchen es jetzt. Wir haben nur einen Versuch. Genau. Wir gucken mal, wie weit wir kommen mit einem Versuch und sehen uns dann gleich wieder. Gut, Peglin, auf geht's. Spuin. Oh, Stärkung gefällig. Nimm den Mais. Erhöht meine maximale HP. Ich heile mich. Ich heile mich gerne. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich nehme einfach mal das links, das Gebräu. Schaden erhöhen ist mal gut. Angriff ist die beste Verteidigung. Sprengt Bomben nach nur einem Treffer. Könnte sinnvoll ergeben. Und Angriffe fügen Pflanzen 10 Schaden zu. Machen wir doch das. Auf die Pflanzen. Ich habe ja sowieso noch gar keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Oh, I see. Wait. Ich bin der Dude da oben. Das sind zwei Gegner, die jeweils 60 Leben haben. Was ist das Spielprinzip? Das ist der Schaden, den ich jetzt mache. Ist das gut? Ich glaube, das ist nicht gut. Oh, kritischen Schaden? Aha! Ist das der Damage, den ich mache? Das ist der Damage, den ich mache. Okay, ich würfel den Damage aus, den ich mache. Wir haben keine Spezialeffekte. Wir haben Inventar. I. Stein. Okay, das sind die Dinger, die ich gerade benutze. Wir hätten einen theoretischen Dolch. Aber okay, wir haben den Stein ausgerüstet. Und wir haben M, die Map. Das ist aber gar nicht so gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Okay, das war gut. Okay, okay, okay. Und das erste Reset. Okay, dann mach ich den zumindest tot. Okay. Der Dolch fügt mit normalen Angriffen nur sehr wenig Schaden zu, aber bei einem kritischen Treffer, Ausrufezeichen, ist der unglaublich stark. So, da würde ich doch sagen, hier oben fangen wir natürlich nicht an, sondern wir versuchen dahin, dass der dann gegen das R blödelt, oder? Ah, geil, das hat ja schon mal 1A funktioniert. Ah, guck mal. Da ist der Crit. 84 Schaden. Ach so. Ja, okay, keine Ahnung, wie ich jetzt da kritischen Schaden hinkriege. Hier, zack. So, machen wir kritischen Schaden. Okay, ich würde sagen, ich zerfick die komplett jetzt. LOL. Holy moly. Das ist ein Non-Steinchen. Dann mache ich den, gönne ich mal da unten einfach rein den Spaß. Oh. Ja, komm. Tot. Putz. Ja, easy. Und der steht jetzt vor mir und macht mir jede Runde Damage. Okay, verstehe ich. Okay, den kriege ich jetzt aber hin. Ja, dem machen wir jetzt natürlich nochmal richtig fett Damage. Okay, okay, okay. Wir nehmen mal den Supermasse-Orb. Den habe ich jetzt quasi zusätzlich. Was ist denn jetzt los? Was ist das? LOL, das heißt, der ging jetzt nach links. Ah, das war das Aussuchen, wo es hingeht als nächstes. Ich verstehe. Oder überspringen machen wir nicht. Also entweder, ich glaube, ein neuer Orb ist doch gar nicht so schlecht, oder? Okay. Wait, was ist denn jetzt los? Fragezeichen oder Boss? Fragezeichen ist doch okay, oder?
Damit kann man auswählen, wo man lang geht. Ah. Ein dunkler Obelisk ragt vor dir auf. Plus. Ach nee, Punkt. Er summt verlockend und du spürst seine Verbindung zur Erde. Bete, um seine Kraft zu erhalten. Plus 0 Orb. Wow. Presse dir deinen Stein in den Obelisk. Mach mal, mach. Bist etwas enttäuscht, dass der Obelisk nicht sein volles Potenzial entfaltet hat, aber er absorbiert tatsächlich den Stein. Level 1. Ja, und dann? Der Wald wird dunkler und dunkler. Mit jedem Schritt, den du gehst, bis du schließlich eine Lichtung findest, in der die Ström regnet. Gib dich einen Blitz hinein. Wir begeben uns in den Blitz hinein. Als du dich langsam auf die Mitte der Lichtung zubewegst, wirst du vom Blitz getroffen. Du schauderst, als die Energie dich strömt, aber sie erstarrt vollkommen harmlos in der Tasche. In Form eines Blitzorbs Level 2. Okay, machen wir das doch nochmal. Okay, das heißt, jetzt ist wieder ein normales Ding. Das heißt, jetzt sollte ich nicht kritisch machen, weil ich ja nur mit dem Stein angreife. Jetzt raff ich das und das war erst der Du... Ah! Ja, komm, Abfahrt hier links. Rüber da. Oh mein Gott, das war jetzt nicht so viel Schaden. Okay, wir haben so eine komische Pflanze. Wir haben jetzt hier einen Dolch. Sehr gut. 84, One-Hit. Oh lol, und eine Bombe wurde geworfen? Aber jetzt kommt der Dolch. Das heißt, jetzt wieder richtig putzen. Okay. Okay. Ist kaputt gegangen. Macht ja allen mega viel Damage. Na dann Abfahrt. Oh, das ist der Super Orb. Was macht das jetzt? Mal gucken, was der jetzt macht. Ah ja. Orb verbessern oder heilen? Ja, wir haben erst relativ wenig Damage gekriegt. Machen wir den Stein besser. Dann macht er einfach mehr Damage. Ist ja jetzt nicht so verkehrt. Oh, Fragezeichen. I like me likey. Orb verbessern oder... Warum sollte ich das jemals überspringen? Ein Stein verbessern ist ja Quatsch. Ja, dann nehmen wir nochmal den Supermasse-Orb. Abfahrt. Okay, du nimmst einen anderen Packling, der die Umgebung intensiv untersucht. Hallo, ich bin Haglin. Kennen wir uns? Ich versuche ein paar gute Gegenden zu finden, um einen Laden zu öffnen. In der Zwischenzeit kann ich dir ein paar kostenlose Proben anbieten. Was kann ich für dich tun? Ein zusätzlich... Zwei zusätzliche. Okay, geil. Der klappt mir Blitz auf Level 2 und gibt mir Blitz auf Level 3. Du bist dir ganz sicher, dass er nicht einfach den Orb ersetzt hat, aber du bist auf jeden Fall beeindruckt. Bin sehr beeindruckt. Okay, und jetzt möchten wir natürlich... Darunter. Ah, und da stehen jetzt die Gegner und der hat jetzt 80 Leben. Ah, okay, das ist eigentlich ganz nice, das Spiel. Jetzt müssen wir gucken, wie wir da am besten durchkommen. Wahrscheinlich irgendwie so. Oh mein Gott, das war jetzt... Leute, der Orb ist ja direkt dran. Okay. Oh, okay, I guess. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal so geil finde, ehrlich gesagt, dass sich hier die ganze Zeit der Shit bewegt. Oh, die kommen immer näher. Jawohl. Geheilt. Bombe. Nice, nice. Da ist der. Wer bist du denn? Das ist ein Witz. Ey, Bomben machen halt echt gut Damage, ne? Jawohl, da kommen die Crits. Komm schon, 24, 28, 32, 40, auf Wiedersehen. Bams, Megastein. Oh, scheiße, da kommt noch einer. Das ist ein Witz.
erreicht. Okay, ich muss, die Bomben sind halt sehr stark. Ich bin mal greedy. Ich gehe mal auf greedy. Jetzt ist er weg. Fuck, ey. Konnte uns einmal Damage machen. So eine Scheiße. Okay, oder wir heilen uns um 20 HP. Oder eine Batroschka mit Multiball. Ich will Multiball. Na, ab in die Fragezeichen da. Da krieg ich Schaden? Ab ins Fragezeichen. Keine Ahnung, was das ist. Ich will nicht so den Bösen. Wir aber wollen. Eine fucking Bombe. Scheiße. Oh. Leute, die schießen? Aua! Wir brauchen jetzt die Bombe dringend. Oh, wir kriegen Damage, Freunde. Machen wir mal weiter. Riecht in so einer Kiste. Geil. Entern wir. Füge Schleim plus 10 Schaden zu. Salzstreuer. Ja, mega. Will ich haben. Alter. Nein! Oh. Okay, das Ding ist weg. Ist nicht weg! Oh. Okay, der gute alte Stein. Ja, der ist weg. Bombe, bumm. Oh, Orb verbessern. Ja! Ja! Jetzt, Freunde, nämlich. Jawohl. Oh mein Gott, das war nicht gut. Ich habe mich echt schlecht angestellt. So eine Scheiße, jetzt muss ich mich heilen. 29 HP heilen, da kommen wir nicht dran vorbei. Ja, nee, alles gut. Wir nehmen hier den Bomb-Orb. So. Einfach wieder als Fragezeichen da. Gar kein Bock. Okay, gleich gehen wir nach rechts. Oha. Jetzt gehen wir zum Böskön. Hat der 1A funktioniert. Jetzt wollte ich mal dahin und muss doch stärker werden, Leute. Du triffst einen betagten alten Peglin, der einen Pokerchip durch seine flinken Finger schnippt. Siehst du dich als Gewinner? Schnipp den Chip minus 2 HP oder Relikt. Geh weg. Nee. Du verlierst das Glücksspiel und die Augen des anderen Peglin schimmern vor Schadenfreude. Nice. Du fühlst dich mit einem Mal schwächer. Danke dafür. Willst du gleich nochmal? Ja, klar. Schnipp. Du verlierst das Glücksspiel. Ja, ja, ja. Willst du gleich nochmal? Klar. Schnipp. Schnipp! Da! Mann, Mann, Mann! Chip des Glücksspielers. Die unten Spielbrettausgänge erhalten einen Multiplikator, der den Gesamtschaden erhöht oder negiert. Du gewinnst das Glücksspiel. Der andere Päckling gibt dir ein schiefes Grinsen und überreicht dir den Chip. Danke fürs Spielen, bis zum nächsten Mal. Du hast ja gar nicht so viel gekostet. Ein dunkler Obelisk ragt vor dir auf. Er summt verlockend und du spürst seine Verbindung zur Erde. Bete, um seine Kraft zu erhalten. Plus Orb. Presse deinen Stein in den Obelisk. Dann machen wir. Du bist etwa enttäuscht, dass der Obelisk nicht sein volles Potenzial entfaltet hat, aber er absorbiert tatsächlich deinen Stein. Okay. Macht gar keinen Schaden? Warum macht das gar keinen Schaden? Oh! Macht gut Schaden! Kritisch, das ist schon mal gut. Boah, das war nice. Oh, das war eine gute Runde, glaube ich. Putz, putz, putz! Ja! Fickt euch, ihr Fickers. Eine Schnelle. Ja, die Bomben sind sehr, sehr strong. Okay, Bomb-Orb ist nice. Da brauchen wir mehr.
50 Schaden auf alle ist halt krass. Du hast einen Blitz aufgefunden. Diese Orbs zerstören bei Treffern zusätzliche Pins durch Kettenbleche. Du kannst damit auch jeden beliebigen Feind angreifen, den du anvisierst. Um einen Feind anvisierst, klicke auf ihn, du ziehst ihn am Fahnenkreuz über ihn. Okay, der dürfte tot sein, oder? Ja, dann war gut. Oh geil, jetzt kommen wir natürlich, wird das halt super schwer, nach links zu kommen. Oh, oder auch nicht? Okay, nice. Ab zur Truhe. Was können wir da machen? Ah ja, Enter. Den Salzstreuer! Perfekt! Ab zu mir! Beste! Nee. Gar keine Lust. Gut. Ja, nehmen wir natürlich. Kistchen. Das Spielfeld erhält ein zusätzliches R. Das finde ich gut. Und dann gehen wir mal darüber. Du findest einen Wasserfall. Direkt neben dem Weg. Welche Geheimnisse könnte er verbergen? Ja, natürlich gucken wir dahinter. Hallo, das Rollenspiel 1x1. Da ist natürlich ein Rekombulator. Explodierte Bomben können jetzt erneuert werden, aber verursachen 15 Schaden weniger. Na gut, das ist ja nicht so schlimm. Du findest einen versteckten Schatz. Sehr nice, das ist immer gut. So, jetzt versuchen wir mal hier. Bup, bup. Oh, oh. Ja. Ah, da wollten wir hin. Im Wald findest du eine Lichtung mit einem seltsamen Baum ganz in der Mitte. Im Stamm ist ein Loch, aus dem wilde Dornen herausragen. Greifen das Loch, schüttle den Baum, wir schütteln den Baum. Du schüttelst den Baum mit all deiner Kraft und von irgendwo hoch in den Zweigen löst sich ein Ei. Du fängst es behutsam mit deiner Tasche auf. Okay, wir haben jetzt ein Ei. Du stößt auf einen seltsamen Spiegel, in dessen Reflexion Schatten flimmern und flackern. Er zieht dich magisch an, näher und näher, bis schließlich deine Nase das Glas berührt. Die Schatten sprechen eine Sprache, die du nicht kennst. Aber du verstehst die Anliegen. Verdopple all deine Orbs, verdopple einen zufälligen Orb. Warum sollte ich dann nicht alle meine Orbs verdoppeln? Du spürst eine starke Energieübertragung durch den Spiegel und alle deine Orbs werden verdoppelt. Woo! Ich meine, ja, das hat uns jetzt aber weniger HP gekostet, als nur einen Orb zu verbessern. Deswegen verstehe ich nicht ganz. Verdoppeln ist doch dann besser, oder? Also im Sinne von verdoppeln, verstärken oder... Enter. Cooles Kopftuch. Das Spielfeld erhält einen zusätzlichen Rücksetzbutton. Ja, mega nice. Ich will noch eine Truhe. So, du bist ein Wasserfall direkt neben dem Weg. Welche Geheimnisse könnt ihr verbergen? Wir sehen nach. Glückspfennig. Das Spiel enthält zwei zusätzliche... kritische Sachen. Nice. Okay, und jetzt würde ich gerne lieber... Ich würde lieber gerne rechts laufen. Okay, ich laufe nach links, wie es aussieht. Außer wir schaffen es... Nein, ich laufe nach links. Das war schon mal gar nichts, aber hey. Ich wäre lieber dahin gelaufen für mehr Auswahl, wobei jetzt ist auch egal. Handschuh der Kraft. Alle Angriffe haben plus 1. Ja, mega nice. Ich will noch eine Truhe. Oh, erst der Dolch? Komm schon, massiver Schaden. Yo. Bam, 90. Zack und zack. 182. Den ganz normalen Stein. Also gehen wir ab nach in die Mitte. Nice. Nice, nice. Richtig gut. 3 Bomben. Zerfickt. Gleich muss ich nachladen, aber langsam müssen wir mal was dagegen den Typi da machen. Nein, ich dachte... Oh, oh, oh. 20 Schaden? Zu wenig. Nur die Hälfte. Nein! Aua! Don't do it! Nachladen. Alter! Bum, 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 bum! Easy Snack! Komm, jetzt kann ich auch mal ein Orb hier wieder verbessern. Jetzt, zack. Ab in den Bomb-Orb. Was macht der jetzt? Ach, Mist. Ich dachte, der geht... Oh, 7 Schaden nur. Was? Ich habe das nicht getroffen. Rewards! Woo!
Okay, neuer Orb. Der Gummiball hüpft besonders stark. Oh, nice. Jeder mag Gummibälle. Orb der Vergangenheit verursacht 0,34 Schaden für jeden Pin, der in diesem Kampf bereits getroffen wurde. Kann jeden sichtbaren Feind anvisieren, kann nur einmal pro Kampf verwendet werden. Okay. Oder der Supermasse-Orb. Schwerer Orb trifft jeden Pin doppelt, kann jeden sichtbaren Feind... Oh, das klingt eigentlich ganz geil. Warum war da, ne? Ist doch belastend. Frag mich, wo ich den Salzstreuer jetzt da benutzt habe. Unscheinbarer Ring. Abpraller an den unteren Säulen erhöhen ebenfalls deinen Schaden. Oh, okay. Wie wir uns hier durchsneaken. Schon ewig keinen Kampf mehr gehabt. Mega gut. Pulveraufhänger. Jeder 30. getroffene Stein wird in eine Bombe verwandelt. Ja, mega nice. Aber machst du tot. 100. Du erreichst eine Lichtung mit einer verdächtigen Menge an Krähen, die über dir kreisen. Du denkst dir nicht viel dabei, bis sie Steine auf dich fallen lassen. Benutze deine Tasche, um die Steine aufzufangen. Plus 3 Steine oder rennen. Du hältst deine Tasche über deinen Kopf und rennst durch das Feld. Du vermeidest größere Verletzungen, aber deine Tasche absorbiert einen Stein. Level 3, Stein Level 1 und Stein Level 1. Das ist doch okay, oder? Da, schön kritisch. Reicht, um den zu töten. Und reicht, um beide zu töten. Geil, haben wir auch. Riesenfels, nein. Ein Multi-Mund lässt Orbs sich in 2 Orbs aufteilen, wenn sie einen Pin treffen. Jedes Mal ist Level erlaubt eine zusätzliche Teilung. Oder fügt die Pins durch, während sie sich nach oben bewegen. Trifft alle Feinde. Ich nehme den. Moment, oder? 20% heilen. Nein, ich nehme den. Keks! Halt dich jedes Mal um 2 HP, wenn du das Brett erneuerst. Okay. Gar nicht so viel. Aber nimmt man wohl mit, ne? Ja, das sieht alles okay aus. Ich hätte gerne... So. Und... Das war schon mal gut. Jawohl. Und der... Achso, oh Leute, ich wollte schon sagen, der ist ja jetzt ganz entspannt, aber ist er ja gar nicht. Ne, pass auf, aber wenn er... So, 1, 2... So, damit ist er jetzt zumindest auch tot. Achso, kritisch heißt... Jawohl, sehr gut. Oh Gott, wir müssen nach links. Kugel der Täuschung. Gegner erhalten beim ersten Nachladen keinen zusätzlichen Zug. Ja, nice. Wir müssen nach links. Können wir da jetzt einfach auf die Bombe drauf klüppeln? So, jetzt aber bumm. Jetzt wird hier nachgeladen. Nachladen kostet mich 2. Das gefällt mir mal gar nicht, ey. Das war gut. Okay, und jetzt müssen wir nur noch schaffen. Nee, scheiße, damit treffe ich jetzt nur Leute am Boden. Der haut mich am... Aua. Du entdeckst einen anderen Peglin, der die Umgebung intensiv untersucht. Hallo, ich bin Haglin. Kennen wir uns? Ich versuche, ein paar gute Gegenden zu finden, um einen Laden zu öffnen. In der Zwischenzeit kann ich dir eine kostenlose Probe anbieten. Was kann ich für dich tun? Verbessere einen Orb. Ich will den Multiball verbessert haben! Haglin nimmt deinen Matroschka, oh Gott, wirft es in den eigenen Beutel, danach zieht er das gleiche Level 2 heraus. Du bist dir nicht ganz sicher, ob er nicht einfach deinen Orb ersetzt hat, aber du bist auf jeden Fall beeindruckt. Geil, ich will noch eine Kiste, let's go. Ja, aber wenigstens ist der jetzt auch tot. Aber das war, aua. Ich möchte den Multiball einmal aufbessern. Wir haben noch guten HP. Aber ist halt trotzdem nicht optimal. Ich frage mich, was passiert, wenn man da links oder rechts reinschmeißt, aber das will ich gar nicht. Ein Bombenstab. Noch mehr Bomben, perfekt. Ich bin hier schon beim großen Sack gleich angekommen. Keine Bomben. I do not like this very much.
Okay. Damage. Jawohl. So ein Stein, Junge. Können wir das gerade runterschießen und dann auf die Bomben kommen? Oh. Das war gut. Das war nicht schlecht. So. Das war schlecht. Ne, der war okay. Was? Der ist hingefallen. Nein, 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 nein. Okay, mal null ist doch voll blöd. Nee, nicht schon wieder null. Jawohl. Zwei. Weg damit. Okay, nicht so viel Schaden. Kommt dafür das Bomb-Örbchen. Das ist schon krass. Bomb-Orb ist halt nice. Jawohl, gönnt euch mal hier die zwei Bomben, ihr Fickers. Bombe. Bombe. Nee, nicht null. Oh, wie kann ich dreimal... Also nicht hintereinander, aber ich habe dreimal die Null jetzt getroffen. Das ist doch... Das ist okay. Easy, also ja, ich habe herausgefunden, Bomben sind OP. Wie kann ich das hier eigentlich nutzen? Was ist das? Geisterorb. Fliegt durch Pins, während er sich nach oben bewegt, trifft alle Feinde. Lol, das heißt, er kommt dann immer wieder nach unten. Das ist ja eigentlich auch gar nicht so scheiße. Nehmen den mal. Drei. Oh, das waren nur drei. Ich sagte witzig, nicht winzig. Ich habe gerade eine Errungenschaft bekommen, weil verursache exakt einen Schaden. Ja, schön. Das ist gut, oder? Das war richtig gut. Das war gut, Alter. Den Blitz, den müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, nochmal nach oben machen. Oder... Ja, wir nehmen den. Der verbessert den um 2. So, und gehen wir Richtung Boss. Was passiert eigentlich, wenn das ganze Feld abgeräumt ist? Nice. Orb verbessern oder 20%, 20 HP heilen? Nee, wir verbessern mal noch den Orb. Den dicken. Oder das. Gehen wir mal Richtung Boss. Gegen Richtung geile Seerobbe oder was das auch immer ist. Und dazwischen hängt so ein Baum. Sehr gut. Okay, jetzt kommt, glaube ich, der Boss. Was auch immer das ist. Jetzt wird gebombt. 720 HP! Ist das ein Seehund? Ein Maulwurf! 602 ist aber ganz schön viel, Alter. 999, wieso ist da... Ich hab voll gelöst. Okay, das hat Damage gemacht. Das ist Monty Maulwurf! Das klappt irgendwie geil. Okay, immerhin nicht 900 Leben. Komm, noch eine Bombe, Scheiße. Okay. Oh, klopft da mal ein bisschen rum. Okay. Ich habe irgendwie Angst, dass der mich killt, wenn, ich sag mal so, ich da nah genug dran bin. Was ist das denn hier? Ist wieder eine andere Farbe. Wissen wir, was das ist? Der war immer richtig beschissen. Wir haben den scheiß Baum gleich down. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn des Spiels war. Ja, mega gut.
Monty macht keinen Quatsch. Jawohl. Aua, aua, C Damage? Das schaffe ich ja nie. Ja. Das ist ja nix. Oh oh. Das macht gar nichts. Was ist das für ein Wichser, Junge? Okay, aber die Aufwechseln haben die richtig Damage. Das war guter Schaden. Ist trotzdem bitter. Oh Gott. Aua. Ja, nach links ist gut. Nein, nicht rechts. Warum? Warum? Ja. Hä, wieso kriegt denn der Baum da... Nein, trifft doch das eher, Junge. Ach, der Bombendings ist kacke. Alter, der Geisterorb. Der macht keinen Schaden. Oh, ich werde sterben. Okay, wo will ich nicht hin? Nach links. Dann gehen wir nach rechts. Ah, 30 Schaden. Wow. Das ist aber okay wegen der Bombe. Ach so, der Baum ist wie so ein Tank, deswegen. Okay, okay. Nee, da will ich nicht hin. Ich musste jetzt finishen, ne? Ha! So nicht. Tschüss, Jay. Ach, scheiße. Okay, das ist aber eigentlich ziemlich cool. Also, ich bin bis zum Boss gekommen, hab da verloren. Ich würde sagen, das kann man eigentlich relativ einfach erkennen. Okay, das ist cool. Ja. Mal gucken, wie gut die anderen waren. Scheiße. Okay, wir hatten nur noch 22 Leben. Ich habe nur noch 50. Das ist okay. Fuck, war das? Oh Gott, ist das Ei schlecht? Ich hatte das Ei gerade und habe es überhaupt nicht gecheckt. Wir haben einfach den Maulwurf gekillt. Let's go. Und zwar voll easy. Die Matroschka sind mega geil. Let's go. Und ein Relikt. Oh, das ist aber wild. Jawohl. Monty Maulwurf besiegt. Was ist das? Ein Blitzi ist doch gut. Oh, ein Relikt. Alle Angriffe haben plus 2, plus 3, aber du beginnst jeden Kampf mit Verwirrung? Okay. Ja, hier, komm, verflucht. Und die verfluchte Maske. Welt abgeschlossen, ja geil. So, jetzt hier. Der ist halt stark, wa? Der Blitzdudi hier, der ist halt... So. Boom. Opfer bessern, ja. Mitte-Haube schon mal gut. Ich werde den Aufrüstungsorb nochmal machen. Jeder dritte Getroffene, bis das Brett erneuert. Ich nehme den. Ich nehme das. So, wir rennen mal weiter. Okay. Ja, jetzt erstmal den ersten Gegner machen. Fragezeichen 4. Was ist das denn? Klar, der 200 Leben, na Sigi. Und kriegt ganze 20 Schaden. Ach ne, 16. Oh. Ja, ein bisschen hier Bomben-Action ist auf jeden Fall wichtig. So, das dürfte auf jeden Fall schon mal richtig. Boah. Ja, das ist, ach so, das ist Verwirrung. Verwirrung ist. Vier Runden. Och komm.
4 Runden lang dreht sich hier der... So, jetzt mal 2. Yes! Ja! Alter, die Matropschkas sind halt insane stark. Erstmal 3 Bomben geballert. Let's go. Und jawoll. Nein, nicht schon wieder 0. Ja, neues Feld. Na! Was? So, das müsste doch jetzt einfach alles töten, oder? Das müsste dann schon alles töten. Nee. Jawoll. Tschüss. Opfer bessern. Geil. Okay, heilen brauchen wir noch nicht. Opfer bessern. Zack. Alle besiegt. Opfer verbessern. Matroschka verbessern. Let's go. Verbessern. Ey, die Dinger sind halt absolut insane. Scheinbar aus dem Nirgendwo entzündet sich ein Inferno-Kreis um mich herum. 2 Feuerbälle springen umher und kreisen sich in der Mitte des Feuerrings. Ich nehme 2 Feuerbälle an mich. Du nimmst die Feuerbälle und sind genauso heiß wie erwartet. Zumindest für den Bruchteil einer Sekunde. Dann kühlen sie ab, während dich ihre Energie durchfließt. Du kannst sie nun sicher in deiner Tasche verstauen. Deine Hände haben ein paar Verbrennungen davon getragen. Aber der Feuerkreis legt sich nun, dass du diesen Ort verlassen kannst. Gut, wir haben Feuerbälle. Du stolperst in einer Küche und wirst... du stolperst in eine Küche und wirst gleich von einem Penguin angesprochen. Dieser hat sich als menschlicher Koch verkleidet. Etwas unbeholfen hat er versucht, seine Ohren zu verstecken. Die Menschen kaufen es ihm allerdings ab. Was machst du hier? Du lässt meine Tarnung auffliegen, kreischt er in deine Richtung. Bitte, nimm dieses Relikt, das ich gefunden habe, und hau von hier ab. Na klar, let's go. Klinge des Anfängers. Okay. Wait. Ja, meins ist besser. Aber egal, wir kriegen es einfach dazu. Sehr gut. Ach, immer dieses Verwirrung. Yo, ab geht die Fahrt. Gewinne, gewinne, gewinne. Wehe, du gehst jetzt in die Null rein. 2 Bomben. Und aua. Oh, der hat ein Schild. Ja, aber der hat auch das Schild. Nein, nicht in die Null. Don't go in the Null. Nicht in die Null. Nicht in die Null. 0,5 würde ich erreichen. Ja, doppelt! Was? Yes! 3 Bomben und 1360 Schaden oder so. Geil. Das war nice. Gehen wir da drauf. Hallo, komplettes Feld. Jawohl. Auf Wiedersehen mit dir. Es sei denn, es geht in die Null. Jawohl. Geil. 2 Bomben. Opfer bessern. Heilen. Wobei, wenn ich jetzt zu dem Krassen gehen will, dann heile ich mich mal. Hä? Wie Fragezeichen? Ach so, doch. Jetzt kommt erst Fragezeichen. Na gut. Dann müssen wir gleich nach rechts. Du läufst durch einen stillen Gang, als plötzlich einer der Steine unter deinen Füßen zu stöhnen beginnt. Du bewegst deinen Fuß schnell weg und ein sehr verwitterter Ziegelschleim kommt zum Vorschein. Ich bin im Ruhestand, lass mich schon in Ruhe. Warte, sind das köstliche Steine, die ich da rieche? Pass auf, lass mich sie essen und wir tun so, als wäre das hier nie passiert. Bitte die 2 Steine an. Warum nicht? Hier hast du Steine. Der Ziegelschleim zermalmt gemütlich die Steine, die du ihm gegeben hast, grinst zufrieden und verfällt dann wieder in seinen sanften Schlummer. Du setzt deinen Weg fort. Fuck you. Komm, ich will jetzt nach rechts. Ja, sieht gut aus. Oder ist er direkt instant tot? Okay, wir haben irgendwelche Spiegel jetzt hier als Gegner. Erstmal haben wir wieder einen Matroschka-Ball. Also als allererstes, den kritischen. Ja, let's go! Wir räumen das Feld ab, Freunde! Woohoo!
Okay, die Scheißspiegel haben halt legit 777 Leben. Ist das deren Scheiß ernst? Also die Feuerdinger müssen, glaube ich, mehr oder weniger zeitnah weg. Die sind ja richtig ungeil. Nochmal Taschenball, aber nicht den übelst geilen. Aber schon okay. Okay, doch einen übelst geilen. Ja, ist mir egal, wenn die 777 Leben haben. Können sie von mir aus haben. Let's go. Ich mach da einfach 850 oder so. Das ist ja insane, Alter. So, einmal da durch. Boah, Alter, Junge. Ja, jetzt macht er noch zweimal Damage. Wait. Steh ich jetzt erst den... das Spiegelding ist so, dass rechts und links das Gleichzeitige passiert immer. Reicht's? Ja, reicht. Nein, brauchen wir uns nicht. Wir brauchen geilere Matroschka-Dinger. Let's go, verbessern. Jetzt wird hier ab Matroschka, der müsste auch richtig Damage bringen jetzt. Ja, tot. Ich würde nochmal so einen Multiball nehmen. Aber wir wollen ja auf jeden Fall die Truhe da gleich haben. Du stoppst an der Küche, wird gleich von einem Pengner angesprochen. Dieser hat sich als menschlicher Koch verkleidet. Etwas unbeholfen hat er versucht, seine Ohren zu verstecken. Die Menschen kaufen es ihm allerdings ab. Was machst du hier? Du lässt meine Tarnung auffliegen. Kreischt er in deine Richtung. Bitte nimm dieses Relikt, das ich gefunden habe, und hau ab. Okay. Erhöht ebenfalls seltsames Gebräu. Erhöht ebenfalls deinen Schaden. Du schaffst es, dich durch die Tür herauszuschleichen und stößt ihn abhängig weiter. Geil. Also ich habe dem die Steine gegeben, weil ich mir dachte, dann wirst du halt diese Level 1er Steine los. Ja. What? Ja, heilt den. Wo Blitzstein? Der kommt jetzt gleich als nächstes. Nein, nicht in die Null, nicht in die Null. Hasse die Null. So, jetzt visieren wir den an mit dem Blitzi hier. Und wir gehen dahin, weil der hoffentlich nicht in die Null geht dann. Scheiße. Das war nur 60 Damage. Ja, gib mir! Komm! Das sind hier wieder so Ritter, aber so richtig Informationen zu denen bekommen wir auch nicht, ne? Das ist ein bisschen belastend. Du kannst bitte diese Bombe nochmal treffen. Danke. Ja, wie viel soll ich die Dinger draufkriegen? Ey, das ist ja schlimmer als Glücksspiel hier. War immerhin die 1. Das sieht gar nicht mal so gut aus gerade. Das sind viel zu viele, oh Gott. Was habe ich getan? Warum ist eigentlich hier... Ach scheiße, das Crit ist rechts. Da hätte ich drauf schießen sollen. Ja, geh nach rechts. Nee. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Ich sehe jetzt, dass das Spielbrett so aufgebaut ist wie der Gegner. Diese Bälle sind halt der absolute Obersaver, ne? Ohne die wäre ich halt komplett verloren. Aber gut, die anderen habe ich natürlich auch... Alter. Nein, ich kann keine Matroschka mehr verbessern. No! Na dann die Steine. Ja, ich heil noch eine Runde. Ich glaube, das war's jetzt. Oh oh. Sei denn, irgendein abgefahrener Scheiß passiert jetzt, aber da gehe ich nicht von aus. Ja, jetzt ist der Heiler weg. Und tot. Tja. Aber das ist ganz geil. Also, es gefällt mir gut. Gucken, wie weit der Rest gekommen ist. So, was gibt's hier? Das Brett erhält 3 zusätzliche Bomben. Das ist doch okay.
Das ist absolut feini für mich. Okay. Das sieht nach einer guten ersten Runde aus. Okay, sehr gut. Jetzt haut er mich und der haut mich auch. Das ist natürlich immer belastend. Was ist das nochmal einer? Verstärkt jeden getroffenen Pin. Ah, belastend, Alter. Oh, lol. Lülüm. Ah. Was sind das für Gegner? Ich will Informationen über diese Gegner haben. Okay, wir haben jetzt den Umordner. Hier bewegt sich ganz schön viel. Ich will Bomben. Ich will Bomben. Bomben sind das A und O. Okay, deswegen bewegen die sich auch unten in dem Spielfeld. Aber die kommen mir schon ganz schön fies nah. Das ist voll befriedigend, wenn so ein Shit passiert. Ich erkenne zumindest da nicht immer auf Anhieb, was da gerade passiert, aber da müssten jetzt ein paar Bomben gewesen sein. 4. Da möchte ich hin. So, das ist in Ordnung. So, so, jetzt warten wir noch kurz und... Den machen wir jetzt weg. Der stirbt! Sehr gut. Was macht das? Ich heile mich um 20% diesmal. Ja, da war noch eine Bombe, eine dritte Bombe. Vierte Bombe. Alter, so ein einzelner Ball kann auch richtig rocken. Ah, fünfte Bombe. Alles klar, die Runde ist vorbei. Ne, da hinten lebt vielleicht noch einer. Mit 11. Ah, ne, okay, der ist tot. Ist ja mega geil. Wir rocken hier einfach komplett durch. Okay. Dann go. Jetzt mal hier ein bisschen guten Damage machen. Solange diese Spiegelboys da sind, gibt's echt. Okay, das war glaube ich erstmal guter Damage. Jawohl. Wir haben noch keine Bombe getroffen. Also keine Bombe zur Explosion gebracht, meine ich damit, sondern wir haben ja ganz viele gezündet, aber noch eine. Eine haben wir zur Explosion gebracht. Das bringt natürlich nichts. Aber wir haben so einen Schild gekillt. Ja, macht den. Der darf gerne richtig sammeln, weil der geht ja dann doch durch die Sachen durch. Deswegen echt kein Stress hier. Jawohl, und nochmal da nach oben. Ich glaube, ich habe zwei Bomben, oder? Ne, nur eine. Doch, einfach ge-one-hitted. Okay, was ist das? Geisterorb? Oh, ja, das war eine Bombe, das war kritisch. Bomben sind halt so wichtig. Gut, dass ich dieses Bomben-Upgrade am Anfang genommen habe. Dass die schneller explodieren, weil sonst brauchst du wahrscheinlich 3 Treffer, bevor die explodieren und das macht schon unfassbar viel aus. Alter, wie er sich hält. Er hält sich, er ist doch nicht vorbei, jetzt ist er vorbei. Ja, aber das sind 3 Bomben. Und noch ein Hit. Ja, das ist Geschichte, Freund. Du bist Geschichte. Weil wir die jetzt aber tatsächlich diesmal ganz gut Leben verloren haben, dann müssen wir jetzt uns mal wieder heilen. 20% heilen. Und im Moment, jetzt muss ich rechts, wa? Damit ich 2 Truhen kriege, ja. Nein! Bin ich ein Idiot. Das war nicht smart. Auge Schildkröte, Orb und Regelung nach dem Kampf bieten an zusätzliche Auswahlmöglichkeiten. Nehme ich natürlich mit. Klar. So, was haben wir hier? Wir haben mittig, Kampf und dann Dings. Ja, also gehen wir rechts. Oh, das war gerade richtig doof von mir, ey.
Du erblickst einen geisterhaften Päcklin. Erscheint irgendwas irgendwie das Echo seines früheren Selbst zu sein oder von dir? Ich meine, na komm, verbessern wir hier noch ein Orb. Let's go. Das Echo spendet dir seine verbleibende Kraft, bevor es langsam verschwindet. Naja, von mir kann es natürlich kein Echo sein. Ich will zu tun. Weil ich spiele das Spiel gerade zum ersten Mal. Oh, jetzt bewegt sich der Shit nach jedem Schuss. Also wir sind schon so stark. Ich hoffe, dass diese Zwischenbosse uns richtig, richtig Cash geben. Oder irgendeinen richtig geilen Scheiß. Ja, jetzt haben wir nämlich so einen Zwischenboss. 1989. Wir starten mit einem Matroschka-Ball. Und wir benötigen... Bomben. Das ist natürlich auch eine Ansage, möchte ich mal ganz kurz sagen. Okay, ja gut, wenn wir mehrere von diesen Matroschka-Dingern haben, ist aber auch okay. Müssen wir mal ein bisschen Crit setzen. So, Blitz Heinz. So, machen wir mal gut jetzt hier. Da waren 3 Bomben, glaube ich, oder? Ja, 4 sogar. Jawohl. Easy. Opfer bessern. Ja, bitte. Da, die andere Matroschka. 261 noch. Wir haben einen Stein, wir haben einen Stein, wir haben einen Stein, wir haben einen... Scheiße, ich wollte eigentlich... dass der weiter nach rechts fliegt. Ja, du musst hier so weit wie möglich nach rechts, damit die Dinger halt... Ah, 207 mit der Bombe... Reicht noch nicht ganz. 4 noch. Ja, okay, aber 4 schafft man natürlich. Jetzt haben wir nochmal so einen Awesome. Guck mal, nicht mal Damage von dem Morpho. Echt. Riesenfels. Angriff durchdringt alle Feinde. Also dieses Ding, das durchballert, ist natürlich mega geil. Abpraller an Wänden erhöhen ebenfalls deinen Schaden. Ja, wollen wir natürlich auch. Du triffst einen betagten alten Päcklin, der einen Pokerchip durch seinen linken Finger schnippt. Siehst du dich als einen Gewinner? Ich will keine 2 AP verlieren. Oder plus Relikt, das ist 50-50. Okay, let's go. Du verlierst das Glücksspiel. Alter, ich könnte kurz. Willst du nochmal? Ja, einmal können wir noch. Alter. Okay, einmal können wir noch. Okay, einmal können wir noch. Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Was ein Scheiß. Haben wir 6 HP da dran verloren. Ich dachte, das wäre 50-50, aber ein Scheiß war das 50-50. Ich glaube, das war einfach Bullshit. Aber erstmal den. Bumm. Sehr gut. Tot. Wer heilt die? Der Penner, Junge. Heil die doch nicht. Das ist auf jeden Fall guter Damage. Das sollte hoffentlich dann reichen. Ah, doch, um den da vorne zu killen, oder? Alter, warum wollen die mich auch alle ficken? Ja, der ist auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ah, sehr gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Drei Bomben. Ist der Schild weg. Okay, haben wir den Feuer-Dudi? Kriegen wir mit dir den 75 hin? Ja. Uff, ey. So, jetzt können wir uns wieder ein und sind wieder voll. Mega gut. Let's go zum zweiten Boss des der zweiten Ebene. Und gehen ab zum Boss. Ich hoffe, dass das die richtige Entscheidung war. Okay. Let's do this. Das war jetzt ewig. Kann ich vorspulen? Los geht's. Mit einem schönen fetten erstmal. Und bumm.
Bumm. Das war schon mal gut. Oder besser, sag ich mal eher. Ja, okay. Waren so ein paar Bomben. Was macht er denn jetzt? Er hat ihn aufgesaugt. Er hat ihn gegessen. Ich meine, er hat 7891 Leben, das ist schon eine Ansage. Die Bombe, die Balliste da gefällt mir ja gar nicht. Die macht 30 Schaden? Ja, ich bin sehr gespannt, wie weit die anderen gekommen sind. Alter, der hat mich ja komplett aus dem Leben gefickt, ey. Gib mir mal einen Kaffee mal, vielleicht. Da war der unendlich lange. What the fuck? Oh nein, das sollte nichts sagen. Braucht doch noch lange. Das ist ein Dolch. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall auf Crit gehen. Ne, geh nicht wieder da hinten hin. Das ist scheiße. Geh mal wieder nach links. Da ist noch voll viel zu bumsen. Kann nämlich wohl auch aufsaugen, der Gegner. Ich hoffe nicht. Das ist ein One-Hit-Kill, habe ich so ein bisschen Angst vor. Also sobald er bei uns ist, uns tötet. Aber wir müssten ihn eigentlich hinbekommen. Noch in der Zeit. Ah! Ah, egal, reicht ja. Oh, easy snack. Okay, Blitzorb. Kann jeden sichtbaren Feind anvisieren, trifft bei einem kritischen Treffer alle Feinde derselben Spalte. Ja gut. Nehmen wir. Und ein Relikt. Okay, das war ein Bomben-Upgrade, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir wollen ein Bomben-Upgrade. Das sind schwarze Löcher. Ah, egal. I don't want it. Alter Vater, ey. Ja, das ist schon ein bisschen witzig. Oh, hier ist wieder der Spiegel als Gegner. Okay, 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 sehr gut. Ja, jetzt musst du da doch nicht rechts die ganze Zeit runterfallen. In Sicherheit alles. Ah, schön. Okay, viele Gegner. Okay, scheiße. Leider. Oh, die kommen schnell voran hier. Ah, viele Bomben angemacht. Viele Bomben angemacht. Und auch schon ein paar geworfen. Ah, okay, alles klar. Habe ich mir Bomben kaputt gemacht durch dieses Upgrade? Ach du Scheiße! Moment! Kann ich das Upgrade? Kann ich es deaktivieren irgendwie? Wir dürfen jetzt keine Bomben mehr aktivieren. Kann ich mich ja besser treffen lassen von den Fickern. Ich habe alles darauf ausgerichtet, dass ich viele Bomben habe. Und jetzt killen mich selber Bomben. Ohne Bomben mache ich auch keinen Damage, ist die Problematik. Still alive, still alive. Wände des Tunnelschiffs sind reflektierend und zerbrochen, die eines zerschlagenen Spiegel. Entfernen zufällig die Hälfte deiner Orbs? Nein, das ist überhaupt nicht das, was ich brauche. Ich habe einen Spiegelball bekommen. Ah ja, nice, der ist cool. Okay, 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 okay. Nicht die Bombe. Nicht die Bombe. Alles klar, erste Bombe ist gezündet.
Autsch. Ja, egal, aber geschafft. 20% halt. Wir sollen hier irgendwie noch durchkommen, ohne alle Bomben zu deaktivieren. Ach du Scheiße, ja. Aber die Bomben kommen zumindest nicht wieder. Okay, das waren zu viele Bomben. Aber wir haben 40 Leben. Wir haben alles besiegt. Sehr gut, wir können uns wieder heilen. Ich meine, die Bomben machen dafür halt auch echt viel Damage. Vielleicht ist das sogar eine valide Taktik so. Weißt du, ja, okay, wir kriegen zwar selber Damage, aber die Bomben, die machen den Gegner viel mehr Damage. Jetzt lass mich zu der Kiste da rechts. Beim Zielen siehst du eine längere Flugbahn. Oh, nice, I like it. Ich überhaupt nicht. Okay, der sieht ja interessant aus. Wir haben einen Dolch, wir brauchen einen Crit. Und keine Bomben. Wo ist ein Crit? Da oben ist ein Crit. Keine Bomben, Leute, keine Bomben. Ist gut, jetzt bitte Bomben mit dir. Alter, wir machen so viel Damage. Oh. Brauch eine Bombe. Wir brauchen den Damage. Der macht den halt richtig Damage. Aber der macht mir jetzt auch. Oh, der macht mir auch Damage. Wie ich, mein ganzes Konzept basiert auf Bomben und Bomben machen mir jetzt selber Damage, Mann. Oh, das ist eine knappe Geschichte gewesen. Lecco mio. Jetzt können wir ein Relikt entfernen. Seltsamen Spiegel. Entferne ein Orb. Nein, entferne ein Orb. Nein! Ich kann das eigentlich nicht mehr entfernen, glaube ich. Nehme ich halt einfach irgendeinen Kackstein. Wieso sehe ich nichts hier? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Bomben aktiviert wurden. Das ist das Einzige, wovor ich gerade Schiss habe. Ich habe versucht, das zu checken, aber ich habe es nicht gecheckt. Nein! Nein! Aber wir machen das Ding trotzdem One-Hit. Ich darf mich jetzt nur nicht mit den Bomben selber killen. Weil da sind noch andere Gegner. Was haben wir denn jetzt über uns? Das ist noch nicht vorbei. Ich darf jetzt keine Bombe treffen. Oh mein Gott! Oh, oh fuck, ich glaube, ich bin tot, Leute. Scheiße. Selbst gekillt. Das war unser Versuch in Peklin. Das Spiel ist schlimmer als jedes Roulette. Also mit der Null da unten, ey, das ist jedes Mal ein Mitfiebern, das ist ja unfassbar. Zu irgendeinem Zeitpunkt, weißt du, stehst du so, okay, 1400 Schaden oder so, bitte nicht in die Null, bitte nicht in die Null, bitte nicht in die Null. Welche Null? Bitte was? Ja, du konntest unten in den, du hattest doch unten in den Löchern so Multiplikatoren. Einfach 0,5, nee, den hattest Schaden. Du dann nur, ich nicht. Okay, weil da waren so Multiplikatoren in den Löchern unten. Ne? Doppelter Schaden, zweimal, einfacher Schaden, 0,5 und 0. Und wenn du halt in die 0 getroffen hast, hast du halt 0 Damage gemacht. Und ich bin der König der Nullen gewesen. Ich hab mich ein bisschen aufgeregt. Das war ganz cool, ehrlicherweise. Ich habe mich sehr OP gemacht, weil ich voll auf Bomben gegangen bin, die Ultra-Damage gemacht haben, bis ich aus Versehen ein Relikt genommen habe, wo ich dachte, Bomben-Upgrade, aber dadurch habe ich mir dann selber mit den Bomben Schaden gemacht, sodass ich mich dann selber getötet habe. Oh. Ich ja, das ist natürlich doof. Bis zu einem späteren Zeitpunkt mir immer gedacht, diese Totenköpfe, also die, ne, mit den Knochen auch, diese roten, die wolltest du mal. Und irgendwann dachte ich mir, ja, jetzt ist Zeit und ich hätte es besser sein lassen sollen. Du bist zur dritten Welt gekommen. Also zwei Hauptbosse habe ich besiegt. Krass. Ja, ich habe nicht mal einen besiegt. Oh. Okay. Ich bin hatten beim zweiten Boss gestorben. Was hatten wir? Hatten wir alle Monty Maulwurf?
Ja. Als der ist Boss? Monty Maulwurf. Ja. Der nee, Maulwurf so war der erste Hauptboss. Nein, für mich. Ich hatte einen. Ach so, Schleim. Ja, Monty Maulwurf war der erste Boss. Bei hatte mir einen auch, riesigen ja. Schleim. Ach, krass, oh, hattest du auch einen anderen Boss? Der scheinbar. Zweite Boss war so eine große Steinwand. Da bei bist, mir. Da bin ich nicht gekommen. Der Gegner gegessen hat. Da bist du dann doch dran gestorben, Bram, oder? Der zweite war bei mir so ein Pfeilding, so eine Ballista nenne ich die mal. Ja, auch was anderes. Cool. Interessant. Ja. Aber Monty war bei mir auch der erste. Aber Ballista habe ich nicht gemacht. Die Ballista steht so vor mir, dann 5 Runden lang und dann lädt die nach und dann denkst du, okay, die schießt jetzt so einen Pfeil und dann war ich One-Shot. Das muss man bestimmt irgendwie avoiden, dann habe ich aber nicht gecheckt so schnell. Das ist aber okay, Jay, du bist Spiel. Also beim ersten Boss ja. gestorben? Ja, 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 ja. Ich hab Christian. Das mit den Bomben auch zu spät gecheckt und irgendwie war ich doof. Ich hab nie Peggle wirklich gespielt. Die sind bei mir immer relativ schnell durchgeflogen, die Bälle. Ja, okay. Christian dann auf dem Weg ja. zum zweiten Boss? Ja, irgendwie Welt 2, 4 oder sowas. Und Bram beim zweiten Boss und ich beim genau. Weg, auf dem Weg zum dritten Boss. Ja, hat Peter gewonnen. Herr Peter, oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Der Peggle Main. Das war Peglin, gibt's auf Steam. Das könnt ihr euch cool. gerne holen, wenn ihr wollt. Ich fand's nämlich auch ganz cool. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss.